euch auf den Kanal von Senna Nice Seite, gibt es den Jesus God Mode True God Mode Glitch. Auf der Map Spaceland funktionieren tut er auf Rave und auf, also Rave in the Redwood und auf Spaceland. Das einzige, was es braucht, ist die Wiederbelebt-Karte. Das seht ihr da am zweiten Spot oben, wiederbelebt. Wenn sie das nächste Mal im Eliminator sind, werden sie sofort wiederbelebt. Also das heißt, es wird einfach sofort wiederbelebt. Das zeige ich euch jetzt noch. Und das zweite, was ihr braucht, ist das Up and Towns, glaube ich, Ich heißt fühle das da. mich Also das gerade Quick Arrive. extra Up stark. and Toms. Und das kaufen wir uns jetzt dann einmal. Also einmal das Quick Arrive kaufen. Dann müssen wir uns die Karte freispielen, dass wir die Wiederbelebt-Karte einsetzen können. Auf das habe ich jetzt natürlich nicht geschaut. Unsere Aber das haben wir gleich. selbstgebaute Zombie-Barrikade. Also das hat jetzt mit dem Glitch nichts zu tun, es braucht sich nur Quick Arrive holen, schauen, dass die Karte freigespielt ist und einmal ein bisschen mehr als wie 5000 Kohle Geld also aufbehalten. So, dann das haben wir jetzt dann gemacht, wir haben uns Quick Arrive gekauft und jetzt setzen wir die Hätte nicht Wiederbelebt-Karte ein. gedacht, dass ich noch besser werden Und dann habt ihr da könnte, oben den aber ich Balken kann. und wenn es einmal wiederbelebt wird, nachher ist der normalerweise weg und das ist halt der Glitch. Dass wir uns Quick Arrive holen, nachher bleibt der Balken. Da rechts neben Devil-Kopf ist jetzt das Zeichen und das bleibt uns jetzt auch. Und jetzt ist der Zeitpunkt eigentlich scheißegal, wir müssen uns nur einmal down gelassen, so wie ich jetzt. Dann werden wir wiederbelebt und so wie ihr seht, ist der Wiederbelebungsbutton nicht mehr da. Und jetzt müssen wir nur noch fixieren und müssen wir einmal da zum Kartenpaket rübergehen und einmal neue Karten um 5000 kaufen. Und jetzt sind wir schon Davon fertig sollte mit dem man God Mode immer was Glitch. dabei Das war haben. der True. Da. True Jesus Glitch. Ich brauche So wie ihr seht, Hilfe, geht's down. Leute! Und wir wiederbelebt. Also auch relativ ein nices Tool, muss ich sagen. Ich spiele Ein nicht, bisschen das zum ist Gameplay echt üben und so. Schnauz. Und das ist bis zu. Da gibt's Ich brauche keine Hilfe, unendliche Zahl oder Leute! was. Das ist einfach unendlich. Es wird einfach unendlich immer wieder wiederbelebt, es verliert sich halt immer wieder die Perks. Aber wo man sich darauf einstellt, nachher geht das eigentlich schon. Also man kann nicht mehr sterben, so wie ihr seht. Ich würde es noch ein paar Mal machen für euch. Auf jeden Fall, das war's wieder von mir mit einem schönen Jesus True Glitch Tutorial von The Senna Nice. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like oder ein Abo da lassen. Seit kurzem, wir sind auf Facebook sind wir auch Ich vertreten brauche unter Hilfe, Senior Nice Leute! Gaming, wenn irgendwer News für Black Ops 3 oder Infinity Warfare braucht, ist da Der alles Hof hier ist oben, am jedes Boden! Double B, alles ist da. Also viel Spaß beim Nachmachen, euer Senior Nice.